Hallöchen, liebe Freunde. Wir haben in der letzten Folge Sean seine Eier gebracht, also die Lurker-Eier. Ein herzliches Willkommen. Wir werden jetzt das heilige Wasser finden müssen. Er hat uns drei heilige Orte genannt. Und die werden wir natürlich auch... Nee, Marbot, mal nicht stören. Die werden wir natürlich auch aufsuchen, wo sich das Wasser befinden könnte. Aber zunächst möchte ich ganz gerne mal eine Runde schlafen. Herr Brand, kann nun Oliver Kuno nicht stören. Nein. Okay. Hinlegen. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Das haben wir gemacht. Und alle sind weg. Jetzt geht's ins Dorf. Weil wir werden erstmal bei dem kleinen Immerschwein anfangen. Jutta. Warum will ich was von Jutta? Nee, ich will von Jutta nichts. Ich dachte, sie würde mir noch ein paar liebevolle Worte sagen, nachdem ich den Rivalen Herbert. Herbert? Ja. Genatzt hatte. Oder besser gesagt, mit Worten sozusagen überzeugt habe, dass er die Finger von Jutta lassen soll. So, die kleine Statuette. Nee, nichts. Ich werde mal wagen zu beten für 100 Goldstücke. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen stärker. Loskommen, nein, Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, Stärke. Dann gehen wir weiter rein. Und raffen ja auch wieder ein bisschen. Um die anderen Orte aufzusuchen. Der große Innos-Schrein zum Beispiel. So, ein Keiler und ein Lurker später. Hier ist die große Innos-Statue. Da hinten sind noch Lurker. Aber erstmal hier vorsichtig gucken, ob wir hier dieses geweihte Wasser finden. Und da ist es, das geweihte Wasser. Nein, Quatsch, das kommt nicht aus dem Weiher. Es ist nur geweiht. Das heißt also, es wurde dem Wasser sozusagen einen schönen Spruch auferlegt, damit es angeblich besondere spezielle Kräfte haben soll. Ja, das ist also das. Demnach werden wir wieder mal zurück in die Burg und dem Sean das geweihte Wasser geben. Ja, was gibt's Neues zu berichten? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnacht gehabt. Wurdet reich beschenkt. Und das sage ich jetzt mal hier ganz voraussichtlich, weil zur Zeit haben wir es den... Na, was haben wir für ein Datum? 22. Ja, 22. Ja, wo ist er denn jetzt? Hier ist er nicht, der Sean. Er wird wahrscheinlich Brotzeit machen. Na, siehst du. Hey, du. Ui, ist ein Magier, der schwebt vom Stuhl. Das ist gut. Da ist es. Ich habe ein paar Flaschen mit heiligem Wasser gefunden. Hervorragend. Innos muss mit uns sein. Gib mir erstmal eine Flasche. Ich werde jetzt versuchen, die Teleportrune herzustellen. Komm morgen wieder. Ich denke, dass ich dann die Teleportrune hergestellt habe. Dann sprechen wir darüber, wie es weitergeht. Okay, also morgen wiederkommen. Ja. Dann werden wir uns in Marbots Bettchen verkriechen. Oder nee, Quatsch. Der muss ja nachts durcharbeiten, für mich die Teleportrune erschaffen. Dann werden wir das hier machen. Also einen Tag schlafen. So. Her mit der Rune. Warte mal. Ist die Teleportrune fertig? Ja, sie ist es. Innos sei Dank. Ich war wohl viel zu nervös für diese Arbeit. Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet, sag ich doch. Aber endlich ist sie fertig geworden. Das ist gut. Wie geht's denn weiter? Wie geht es jetzt weiter? Nun, jetzt muss jemand sich in die Bibliothek teleportieren lassen. Es gibt allerdings ein kleines Problem dabei. Und was ist das für ein Problem? Mit der Rune kann man sich zwar in die Bibliothek hinein teleportieren lassen, aber nicht zurück. Und ich habe auch keinen Hinweis darauf, ob es dort überhaupt eine Möglichkeit gibt, dies zu tun. Aus diesem Grunde wäre es für mich gewagt, selbst den geheimen Saal zu betreten. Verstehst du? Das heißt wohl, dass ich mich an deiner Stelle in die alte Bibliothek teleportieren lassen soll. Ja, da ich mit Sicherheit noch hier eine Möglichkeit finden kann, einen Teleport für die Rückkehr herzustellen. Da ich noch genug von dem heiligen Wasser habe, dürfte dies kein Problem sein. Es ist allerdings eine Frage der Zeit.
Es könnte ein paar Tage dauern, bis ich dich wieder aus der Bibliothek befreien kann. Na, das sind ja tolle Aussichten. Und was ist, wenn du mich einfach im Stich lässt? Ich weiß. Du musst ein großes Vertrauen in mich setzen. Aber ich verspreche dir bei Innos und Adanos, dass ich dich nicht betrügen werde. Und alles daran setzen werde, dich wieder zurückzuholen. Im Übrigen habe ich selbst ein großes Interesse daran, dass du zurückkehrst. Da ich ansonsten nichts über die geheimen Schriften in der Bibliothek erfahren kann. Ja, das ist ja eine tolle Einbahnstraße. Dann gucken wir mal, wo wir denn die Teleport-Neck-Rune haben. Natürlich da unten irgendwo, da wo die ganzen anderen Sachen sind, Runen sind. Wo ist sie denn? Hallo. So, das ist meine Dorf- und meine Burgrune, Burg und Dorf. Ja. Wo ist sie? Irgendwas verpasst? Komisch. Nee, ich habe sie ja noch nicht gekriegt. Sonst hätte ich da nämlich einen kleinen Eintrag gekriegt. Oder ich habe das nicht gesehen. Muss ich im Schnitt gucken. Ocean. Hey, du. Und ein Ach so, okay. Es gibt noch Gesprächsoptionen. Ja, mein Fehler. Dann wollen wir mal fragen. Entweder ich mach's nicht. Es ist zwar ein großes Risiko, aber... Ja, das wird wohl meine Option sein. Es ist zwar ein großes Risiko... Aber ich bin bereit, mich in die alte Bibliothek teleportieren zu lassen. Da fällt mir aber ein gewaltiger Stein vom Herzen. Ich hätte nicht gedacht, dass du annehmen würdest. Ich habe zwar keine großen Reichtümer, die ich dir bieten kann, aber ich kann dir etwas Magie oder Alchemie beibringen, wenn du willst. Magie? Klingt interessant. Schön. Ich sehe, dass du mit meinem Vorschlag einverstanden bist. Also Magie. Du müsstest allerdings bereit sein, dir sehr viel magisches Wissen anzueignen. Kein Problem. Was muss ich tun? Lies alles, was du in der Bibliothek findest. Dann wirst du von Magie schon sehr viel mehr verstehen. Wenn du dir die nötigen Grundkenntnisse erworben hast, kann ich dir bereits die Zauber des ersten Magiekreises beibringen. Dann könntest du mir auch zeigen, wie man Runen herstellt. Nun, alles mit der Zeit. Reden wir später darüber. Hey, wenn ich Magie haben will, dann trinke ich den aus der Flasche. Okay, dann gib mir jetzt die Teleportrune. Dann gib mir jetzt die Teleportrune. Oh, hier ist sie. Übrigens kannst du dich nur zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh teleportieren. Warum nur zu dieser Zeit? Nun, ich will sicher gehen, dass nicht ein Unberufener diesen Teleportstein nutzt. Um diese Zeit werden wohl die wenigsten versuchen, sich irgendwohin zu teleportieren. Und da du so großes Vertrauen zu mir hast, bin ich auch jetzt bereit, dir alles zu erzählen. Ich habe dir zwar berichtet, dass ich die Magie von einem alten Freund beigebracht bekommen habe und dass dieser zu den Magiern von Athanos gehörte, aber ich habe dir verschwiegen, dass ich selber zu diesen gehörte. Was sagst du da? Du gehörtest selbst zu den Feuermagiern von Athanos? Na sowas. Aber dann weißt du doch am besten, was aus der alten Bibliothek geworden ist. Warum wurde der Eingang verschlossen? Ja, warum haben die Magier Athanos überhaupt verlassen? Und warum bist du hierher zurückgekehrt und hast dich als Alchemisten ausgegeben? Nun, das sind eine Menge Fragen, aber ich werde sie dir alle beantworten, damit du siehst, dass du Vertrauen zu mir haben kannst. König Roba sandte mich vor etwa 20 Jahren mit 4 weiteren Magiern auf die Insel Athanos, wo wir die nächsten 3 Jahre gemeinsam lebten. Damals war die Seefestung tatsächlich noch von großer strategischer Bedeutung, aber diese hat sie schon längst verloren. Auch wenn Marbot heute noch gerne das Gegenteil behauptet. Nun, damals war man der Ansicht, dass auf Athanos unbedingt Feuermagier sein sollten. Mein Lehrer war der größte Magier, den das Königreich überhaupt hatte, Xardas. Er brachte mir alles bei, was ich heute kann. Xardas, der noch vor wenigen Jahren der oberste Feuermagier war, bevor er Innos verraten hatte? Ja, Xardas. Schon damals war er der oberste Feuermagier. Ich kannte ihn bereits aus Vanguard. Aber ob er Innos verraten hat, tja. Tja, doch, Xardas ist von Innos abgefallen. Ja, das wissen wir noch aus alten Geschichten. Doch, Xardas ist von Innos abgefallen. Er hat sich schändlicherweise Belia zugewandt. Das gerade will ich herausfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein alter Freund und Lehrer sich dem Bösen zugewandt hat. Ja, er ist mit Sicherheit ein ungewöhnlicher Feuermagier gewesen, der Innos immer schärfer kritisierte. Er hat sich stets sehr gut mit den Wassermagiern verstanden und sich viel über Adanos Gedanken gemacht.
Allerdings merkte ich mit der Zeit, dass ihn auch die Magie Belias interessierte, ja ihn geradezu fesselte. Das wurde von den übrigen Magiern nicht gerne gesehen. Ja, es ging sogar so weit, dass die anderen Xardas bespitzelten. Doch mein alter Freund merkte dies natürlich und gab uns schließlich den Auftrag, zurück nach Vengard zu kehren. Er wusste zwar, dass ich ihn nicht bespitzelt hatte, aber er wollte unbedingt alleine bleiben. So blieb er noch 2 Jahre hier. Dann kehrte er unerwartet nach Vengard zurück. Was dann geschah, werde ich berichten, wenn du zurückkommst. Nur so viel will ich dir noch sagen. Aus einem mir unbekannten Grund machte er den Zugang zur Bibliothek unzugänglich. Doch vermute ich, dass er Schriften hinterlassen hat, die mir Auskunft darüber geben können, was er hier in den letzten 2 Jahren getan hat. Aus diesem Grund kam ich hierher. Ich verkleidete mich als Alchemist, um unerkannt auf Athanos wirken zu können. Um Xardas Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Ich hatte das Glück, dass die Wachmannschaft hier kurz zuvor zum großen Teil ausgewechselt wurde. So kommt es, dass nur Marbot meine wahre Identität kennt. Da ich ihm aber vor langer Zeit einen großen Gefallen erwiesen hatte, konnte ich ihn dazu bewegen, keinem anderen mitzuteilen, wer ich wirklich bin. Naja, jetzt weißt auch du, wer ich bin. Ich hoffe aber, dass du nicht weiter erzählen wirst, was du jetzt von mir in Erfahrung bringen konntest. Du brauchst keine Sorge zu haben, Cean. Ich werde schweigen. Ich verspreche es dir. Dann habe ich dich richtig eingeschätzt. Ich danke dir. Na, das ist aber ein alter, weiser Mann. Finde ich gut. Der ist ganz freundlich, finde ich. Der ist so richtig freundlich. Ja, jetzt habe ich die Teleportrune. Ein One-Way-Ticket. Gucken. Ja, da ist er. Da ist er. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, da. Ja, Athanos Teleport zur alten Bibliothek. Mana kosten 10. Ja, das ist ja günstig. Funktioniert zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh. Ach du Schiete. Ich hab Angst. Ich hab Angst in die Bibliothek. Was soll ich's machen? Erstmal das Logbuch gucken. Oxadas Tagebücher, eine neue Quest. Okay, haben wir eben gehört. Dann die alte Bibliothek. Sean hat mir die Teleportrune gegeben. Wird ziemlich... Moment, hier gibt's noch einen Tipp. Also, na, das kann ja losgehen. Ich kann mich allerdings nur zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh in die Bibliothek teleportieren. Auf jeden Fall sollte ich mich bei Kuno oder Jutta vorher mit ein paar Fackeln eindecken. Wird ziemlich duster da oben sein. Da gucken wir doch mal, wie viele Fackeln wir haben. Wir sind weiter unten und 6 Stück. Ja, ist ein guter Tipp. Herzlichen Dank für Rolands Intelligenz. Haha. Also das ist ja wirklich eine fiese Möp. Fiese Nummer ist das. Ich weiß auch gar nicht, was mich... Doch, ich weiß noch, vor Jahren war ich ja da und habe dort... Ach, du liebes bisschen. Ja, das ist wirklich dunkel, habe ich es in Erinnerung, dass dort... Zeig mir deine Ware. ...sehr viele komische Gestalte da rummachen. So, Fackeln, 50 Stück. Na, dann nehmen wir... Was? Habe ich jetzt alle 50 gekauft oder was? Oder wieder was? Ach, nee. Na, nehmen wir mal ungefähr so ein Stück mit hier. Ja. Dann werden wir mal ein Schlafgemach gehen. Bis Mitternacht schlafen. Oh Gott. Für Innos. Ja. Für Innos. Sehe ich auch so. Erstmal hier die Leute zu Bett gehen lassen. Und in dieser Ecke mal abspeichern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, es war wirklich kompliziert, das Ganze. Ja, muss ich nochmal gucken, auf welche Nummer ich denn diese Rune abgelegt habe, auf die 8. Es geht los, Leute. Rein in die alte Bibliothek. So. Und eine Fackel entzünden, die ich jetzt hier nicht finde. Sieht alles so ähnlich aus. Wo sind denn hier meine Fackeln? Hallo? Oh, ich bin echt blind. Oh, da ist sie. So. Dann wollen wir erstmal. Ich glaube, ja.
Ja, ja, ich war richtig. Seht ihr das? Und zwar ist hier zugemauert worden und das ist hier doch der Turm mit der Treppe und auf der anderen Seite ist ja dieses Bild, dieses Reliefbild. Feuerwurzel? Vergessen Spruch? Aha, alter Schlüssel, Bibliothek 1. Aha. Oh, gibt's hier noch ein paar versteckte Gimmicks? Nee. Ach, und ich höre, aha. Hören die Wanzen. Das wird Raimon freuen, wenn ich sie dann erledigen kann. Machen wir die Tür auf. Und das ist, den werde ich nicht überschreiben. Den Stand. Gott. Das ist echt gruselig hier. Bleib doch nicht dauernd stehen. Aber was passiert bloß hier? Oh. Hör ich mal die alte Bibliothek an hier. Und da hinten ist auch ein Schrein. Und die muss ich nicht schreien. Oh, schön. Beschwörungszauber 3. Ah, hier in der... Hier gibt es... Aha, da sind sie schon mal. Die Wanzen. Und vielleicht gibt es hier noch mehr Sachen. Beschwörungszauber 3. Fleischwanze. Okay. Die haben wir schon mal gekillt. Gibt es noch mehr hier? Nee. Fackel auf lesen. Jetzt mal gucken, gibt es hier noch was? Hallo? Das sind schöne Bibliothekregale. Sehr gut gemacht, dank der Elhiva-Version. Ah, hier ist noch was. Beschwörungszauber Nummer 4. Also wenn ich hier in diesem Raum alle Geschichten gelernt habe oder aufgesammelt habe, aha, Beschwörungszauber Nummer 2, dann werde ich gleich mal lesen. Doch zuerst machen wir hier die Buchkommode. Lesen. Okay. Verstehe. Ah, Erfahrung 10, magisches Wissen plus 3. Schön. Dann die zweite Buchkommode hier in dem... Oh, hat man ja eben gekillt. Wie viel magisches Wissen habe ich? Ich habe schon gelernt. Bis 20 Wissenspunkte. 15 Punkte. Ah ja, okay. Lesen nochmal. Verstehe. Perfekt. So, noch irgendwie ein auffälliges Buch. Hier habe ich eins übersehen. Nein. So, lässt sich hier was beten? Beten. Ich mache immer 100 Goldstücke. Das bringt wenigstens was. Wieder Geschicklichkeit. Kann helfen. Pfeil und Bogen Erfahrung. Spannend. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, jetzt haben wir schon. Jetzt haben wir schon ein Problem. Ich brauche einen Schlüssel. Habe ich noch irgendeinen Schlüssel? Ich habe doch einen Schlüssel gefunden. So, Schlüssel zum großen Hafenturm. So, es gab immer zwei Gruppen von Schlüsseln. So, was haben wir denn hier? Burgmannschaft. Schlüsselmarbotszimmer hier. Alter Schlüssel Bibliothek 1. Ein alter Schlüssel, es ist der Name Bibliothek 1 eingraviert. Ja, und nu? So, und einen weiteren Schlüssel habe ich nicht gefunden. So, da bin ich wieder. Meine Herren, ich habe mir hier einen Teufel gesucht. Ich habe im Forum gefragt und danke an die, die mir eine Antwort gegeben haben. Und ich habe natürlich das Bescheuertste vergessen, weil es überhaupt gibt. Und zwar mal hier die Beschwörungszauber mal durchlesen. Ne? Also, boah, das machen wir jetzt. Das kann ich nicht. Oh, was denn jetzt? Alter. Da sind noch zwei. Die haben mich aber ganz schön... Nee, ne? Ich glaub's ja nicht, die haben mich aber ganz schön. Ja, wirklich, was soll denn der Kram jetzt? Auf einmal blups. Das ist jetzt bei jedem Buch so. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich dachte, das wäre es im nächsten Raum so. Hallo? Oh, nee.
Naja, der Schwierigkeitsgrad gewagt. Oh. Okay. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Schwierigkeitsgrad gewagt. Aber das ist... So. So. Jetzt noch die eine hier, ne? Jetzt. Da ist nicht zu holen. Okay. Gut, bei den Ratten ist nichts zu holen. Mein Gott, habe ich mich verjagt eben. Alter Schwede, Popede. Oh. Kinder in der Kiste. Gut, haha. Jetzt dürfte ich... Nee, ich muss ja noch ein Buch durchlesen. War ja nur ein Buch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Welches habe ich denn... Genau, das habe ich, glaube ich, gelesen. So, jetzt kommt Beschwörungszauber 3. Boah, das kann ich nicht lesen. So, wo ist hier was? Da hinten steht einer. Ein Goblin-Skelett. Aha, ein Gobo-Skelett. Ja, und nu? Kriege ich den oder kriege ich den nicht? Hallo, Goblin-Skelett. Here we go. Ja, ist gut, dass sie hier so... Oh, der. Der krittet mich aber hart. Auf Anhieb. Da bin ich aber sehr, sehr froh, dass es auf Anhieb geklappt hat. Herrlich. Ach, guck mal, hier ganz, ganz andere Pilzsymbole plötzlich. Aha, Höllenpilz, Sklavenbrot, stimmt ja. Und dann haben wir hier noch Dunkelpilz und Wuddlerfleisch. Ja, das sind so die Feinheiten, die Details, die einem nicht sofort auffallen. Weil man ja hier so aufgeregt hier am Kämpfen ist. In dieser dunklen alten Bücherei. Mann, oh Mann, dauert das lange so. Das gibt ein bisschen mehr Lebensenergy. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so, jetzt kommt natürlich noch wieder so ein Sprüchlein. Dann werde ich mich mal hier hinstellen. Und das Buch letztes Jahr, genau, Beschwörungszauber Numero 4. Das kann ich nicht lesen. Was ist da hinten jetzt? Die müsste ich... Ach, die kann ich ja nicht lesen. Ach, ein Wolf? Was für ein Wolf? Tollwütiger Wolf. Ich versuch's mal. Oh. Ja, okay. Spare an Pfeile und dann dürfte es eigentlich klappen. Hat er jetzt gerade den Schrein angehimmelt oder was? Ja, wunderbar. Die drei Sachen haben wir jetzt erledigt, die drei Bücher. So. Und wie ich erfahren habe, soll irgendwo ein Schlüssel drin sein. Exodus, Wolf, Diaronk. Oh, das ist ja auch noch lustigste Sprache. Okay. Ja, ich will meine Fackel wieder haben. Ist denn jetzt irgendwie dadurch ein Schlüssel entstanden? Weil jemand hat gesagt, da wäre jetzt ein Schlüssel drin. Ich gehe einfach mal hin und guck, probiere, ob die Tür sich aufmachen lässt. Stopp. Da bin ich ja gekommen. Ach, ich bin jetzt völlig verwirrt. Bin ich so geschockt hier. Ja. Ah, Fleischwanse. Ja, da sind sie alle, Fleischwanse. Wunderbar. So. Müsste ich jetzt alle erstmal richtig schön eliminieren. Dann mal Fleischwanzenfleisch holen. So. Vorne dich auch noch. Ah ne, die ist noch gar nicht gekillt. Gott. So, eine Buchkommode lesen. Lesen. Verstehe. Schön. Da haben wir wieder magisches Wischen. Wischen.
Magisches Wissen bekommen. Okay. Vielleicht nochmal abspeichern. Und lesen. Verstehe. Okay. Das ist schön. Das ist aber auch eine Bibliothek. Ja, alles von der Spinnweben. Ja, jetzt nochmal speichern. Und zwar werden wir dich mal nehmen. Und die Bücherregale nochmal durchgucken. Das machen wir am besten hier ein bisschen systematisch. Ah, hier. Beschwörungszauber 6. Da müsste auch noch eins sein, weil das hier so vorsteht. Genau. Ah. So. Erstmal hier lang. Da dürfte nichts sein, weil hier steht kein Buch hervor. So. Okay, hier ist auch nichts. Doch, da ist was. Beschwörungszauber 8. Oh, da sind aber viele hier, meine Herren. Raimund Schaaf, ja, richtig. Und die alte Bücherei, super. Lesen? Verstehe. Altes Magiebüßen prüfen. Wie viel haben wir? Jetzt haben wir 27, kommt das hin? Nee. Verstehe ich nicht. Plus 40 Lernpunkte in Klammern 27. Ja, okay, dann ist das in Klammern richtig. Oh, ist das eine riesige Geschichte hier. Also sorry, ich habe jetzt meine Fackel hier nicht mitgenommen. Das ist jetzt ein bisschen dunkel. Oh, was haben wir denn hier? Elias Runenzauber. Schwarze Magie. Feder zum Schreiben. Oha. Feder zum Schreiben. Schreibpult. Ja, was soll ich denn schreiben? Hier ist ein Hebel. Womit denn? Womit denn? Okay. Womit denn? Hier geht nicht. Verstehe. Was mit Zeug? Ach so, jetzt bin ich raus teleportiert worden. Mana-Essens, Amulett, ein leeres Blatt Mana-Essens, das ist gut. Schön viele Sprüche, alle erstmal looten. Äußerst viel hier. Zange. Ach, wahrscheinlich für den Runenhain. So, was war denn jetzt hier? Okay, das ist der Schreibpult. Das war die Teleport-Kommode. Da fehlt mir der entsprechende Gegenstand. Ergo, hier kann ich nochmal was lesen. Oder war das hier die Telespruch-Kommode? Okay, nee, das war also nicht. Sehr gut. Weiter. Super verwinkelt. Oh, ist das hier alles Krams? Das ist aber wirklich eine wunderbare Bibliothek hier. Okay, also. Ich werde jetzt mal hier die Bücher alle mal durchlesen. Wurzelschlingen, aha. Okay, Kratnarak, Buschdagdagdach. Okay. Erste Kreis. Ah, okay, das kennen wir ja alles schon. Buchkommode. Magisches Wissen, der zweite Kreis. Gut, für die Leute, die lesen wollen, bitte die Stopp- oder Pause-Taste drücken. Und dann gehen wir mal hier zur Truhe. Knacken Sie mal eine Runde. Und dann geht's ab. Ja, sehr schön. Was haben wir denn da? Eine schwarze Perle, schon meine zweite. Und Papier. Papier hier. Da kann ich also sozusagen was schreiben.
So, hier dürfen wir alle Bücher, wie im Schnelldurchlauf eben gesehen, rausgeholt haben. Das sind natürlich sehr viele Beschwörungszauber. So, Feder zum Schreiben. Was kann ich am Schreibpult was schreiben? Brief schreiben. An wen denn? Nochmal an die Eltern. So. Na, mache ich später. Oben in meiner, in der Burg. So, ja. Ist witzig, ne? Die große Frage ist, teleportiere ich mich hier raus oder werde ich die ganzen Beschwörungszauber hier alle nacheinander nochmal? Also ab 4, 5, 6, 7, 8. Wie ich das dann mache, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Oh, ich bin gespannt. Aber ich verweile noch ein bisschen hier. Lese ein paar lustige Bücher hier in der alten Bibliothek. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Und schreibt Kommentare. Und ich werde jetzt schließen. Und die nächste Folge wird in ein paar Tagen erscheinen. Tschüss und bis bald.